Rafael Diaz, ein kleiner Rückblick aufs Spiel gegen Ambri. Hand aufs Herz, habt ihr nach dem Sieg gegen die Spitzenmannschaft aus Bern und Davos vielleicht den Sieg ein bisschen unterschätzt? Nein, überhaupt nicht unterschätzt haben wir sie nicht. Ich glaube, wir haben am Anfang einfach nicht mit Emotionen gespielt. Wir haben ja, zu wenig vorgecheckt, zu wenig gemacht für das Spiel am Anfang. Und ich glaube, im zweiten, dritten Drittel haben wir mehr können machen für das Spiel, haben super Chancen gehabt und leider haben wir die Chancen nicht gemacht. Wie sehr haben jetzt die Absenzen von Schlüsselspielern wie Josh Holden oder Fabian Brunner Einfluss gehabt auf die Leistung? Ja, Einfluss ist schwierig zu sagen. Wir müssen die Absenz akzeptieren. Es sind sicher super Spieler, sind sehr wichtig für unsere Mannschaft, das ist klar. Aber ich glaube, wir müssen das Beste daraus machen, was wir haben. Wir haben eine super Mannschaft. Und wir müssen morgen eine Reaktion zeigen, auf jeden Fall. Du hast es angesprochen, morgen geht es ins Hallenstadion gegen ZSC Lions, wo das letzte Mal zweimal gegen andere gewonnen haben. Was erwartet die EVZ dort und vor allem, was machen wir anders morgen? Ich glaube, morgen müssen wir einfach anders machen, dass wir wirklich von der ersten Sekunde an unser Spiel spielen, unser aggressives Vorchecken, unser System spielen. Und dann glaube ich, kommt es sehr gut. Aber wir wissen so, wie heute im ersten Drittel, nicht so viele Emotionen gehabt und ja, einfach mit dem Spiel gespielt, das wir können. Glaube ich, kommt das gut, ja. Rafael Diaz, merci mal und viel Glück in Zürich.